So Leute, willkommen zum 20. Spieltag der 5. Season der GPL in der 2. Liga gegen Downy mit seinem Team Wild West Style. Ja, wir stehen hier und heute vor dem 20. Spieltag. Ich weiß nicht, wie der 19. Spieltag ausging, weil der noch nicht ausgetragen wurde für mich. Sage ich jetzt auch hier nochmal, das heißt, ich weiß nicht, ob das denn jetzt eine 6er-Streak wird, wenn wir gewinnen, oder ob es unsere 5er-Streak unterbricht, oder ob wir sowieso keine 5er-Streak haben, und ob wir eine 2er-Streak haben danach, ich weiß es nicht. Eine 2er-Streak haben wir sowieso nicht, das gibt keinen Sinn. Ob wir jetzt eine neue 1er-Streak starten, ob wir eine 6er-Streak haben, ob wir jetzt einmal verloren haben, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht, ich werde es erst am Mittwoch wahrscheinlich sehen. Dementsprechend, für mich ist gerade Montag, ganz sicher. Montag, 23.07., hey, also eine Woche vorher eigentlich. Genau. Und ja, ich habe ja schon gesagt, mein Team ist ein bisschen, ist nicht perfekt vorbereitet. Da hat mir leider lerntechnisch ein bisschen die Möglichkeit gefehlt. Soll jetzt keine dumme Ausrede sein, aber Uni geht halt vor. Und genau. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, ich habe bei Latios noch 2 Punkte mehr auf Speed gepackt, die habe ich dann von den KP runtergehauen. Einfach, falls er ein speedcreependes Mega-Latios spielt, also dass es auf Thunderous gespeedcreept ist, dann wäre das eine Möglichkeit, dass er spielen könnte. Und dann dachte ich mir, komm, die 2 Speedpunkte, die nehme ich dann auch noch mit. Aber gut. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr geändert. Ich habe immer so ein halbes Stündchen drüber nachgedacht, aber war nichts mehr dabei. Und dementsprechend, ja, feuern wir jetzt einfach Downy heraus. Wie gesagt, ich denke, es wird ein kürzerer Kampf. Ich weiß es nicht. Ihr wisst es schon, ich weiß es nicht. Downy ist auch schon in meiner Freundesliste. Das heißt, super, dann kann ich ihn anfragen. Und ich bin äußerst gespannt auf diesen Kampf. Vor allem, nachdem wir den Hinrundenkampf ja verloren haben gegen Downy. Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das laufen wird. Ich habe absolut keinen Schimmer. Aber wir gehen natürlich unser Bestes. Auch wenn ich glaube, dass das Matchup dann doch eher auf seiner Seite liegt. Aber das, man weiß es, man sagt es vorher immer, man weiß es nicht. Ich hätte in den letzten Spieltagen auch nicht, also 18 und davor teilweise auch nicht gedacht, dass ich gewinne und habe trotzdem irgendwie einen Sieg davontragen können. Weiß aber auch nicht, wie ich das getan habe. Teilweise halt auch ein bisschen durch Luck, muss man sagen. Was dann immer ein bisschen, so ein zweischneidiges Schwert ist, gerade der Sieg gegen Craycom war so ein bisschen, nee, hätte jetzt nicht so sein müssen. Hätte auch anders sein können, ne? Hätte man anders spielen können, weil er hätte es eigentlich gewonnen, muss man im Nachhinein noch sagen. So, wir spielen gegen Downy. Hat er irgendwas dabei, wo ich sage, ja, das kann man jetzt hier mal als Musik. Ich weiß nicht, was wir schon hatten, das ist ein bisschen doof. Hatten wir legendäres Pokémon schon? Ich glaube schon, ne? Wisst ihr? Er ist doch so ein Schurke. Dann geben wir ihm noch mal Titelverteidiger, nee, Rainbow Rocket. Ja, machen wir Giovanni. Rainbow Rocket Giovanni. Letztes Mal noch ein anderes Thema gegen Cray. Jetzt haben wir das Schöne. Sorry, dass es bei mir immer so lange dauert. Muss ich auch nochmal nach dem Kampf gegen Cray, muss ich immer sagen, yo, sorry, dass es so lange gebraucht habe, teilweise zum Eingeben. Wir sehen Sylveon, wir sehen Incineroar, wir sehen, okay, ja. Okay, wir sehen halt alles, was ich befürchtet habe. Plus Latias, das war zu erwarten. Kein Manaphy, das ist okay. Miltank kann ein bisschen eklig werden, aber es ist okay. Ich denke, dass wir hier doch eventuell mit einem Klefkelit nicht schlecht fahren würden. But not sure, though. Scarfa, würde ich sagen, könnte Incineroar bei ihm sein. Aber will er nicht eher die Slow-U-Turn haben. Scarfer, Memo wäre ein guter Scarfer für ihn dann. An diesem Punkte. Lebe ich eigentlich von Memo den Icicle auch? Das habe ich jetzt gar nicht nachgekalkt. Thunderous. Wenn jetzt Memo reinkommt mit Scarf, das sollte ich doch leben, oder? Das Ding, sagen wir mal, es ist Adam mit Scarf. Jetzt habe ich Monago auch nicht gekalkt, aber sehe ich dabei. Dementsprechend ist auch egal. Icicle Crash Single Level 100. Kein Wunder, dass es so viel Schaden macht. Ja, den würde ich leben. Auch gut. Ja, nee. Dann würde ich an der Stelle sagen, wir leaden mit Clef. Hätte ich jetzt einfach behauptet. Einfach um Spikes zu legen, frühzeitig schon. 2 Defogger dabei, das ist ein bisschen doof. Aber Clef drin zu haben am Anfang ist schon mal nicht verkehrt. Heißt, wir machen das jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es die beste Entscheidung ist, aber wie gesagt, mein Kopf ist aktuell woanders. Also nicht ganz in der GPL. Man möge es mir verzeihen, aber ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben, natürlich. Ne? So, mal schauen. Pokémon Trainer Downy fordert dich heraus. Eigentlich habe ich ihn herausgefordert, aber okay. Hilfe Klefki in den Kampf. Gegen sein Inzi Winzi. Incineroar. Okay.
Jetzt kann ich natürlich entweder Spikes legen oder direkt den Knuddler einmal drücken. In der Annahme, dass er hier vielleicht rausgeht oder so. Könnte aber auch, wie gesagt, Spikes wäre eine Idee. Also wie gesagt, das war zu erwarten eigentlich. Eigentlich hätte ich hier sogar direkt mit was anderem dienen können, was hier ein bisschen mehr Druck aufbaut. Aber ich denke, dass der Knuddler hier... Das kannst du bei der gleichen wie beim letzten Mal. Und diesmal habe ich nicht den Eject-Button dabei. Also, jetzt werden wir auch mal gleich Informationen sehen, wenn das hier ein Incineroar ist. Incineroar. Er wird, wenn überhaupt, auf die U-Turn gehen. Also er wird nicht, definitiv nicht hart rausgehen. Ich kann mir vorstellen, dass er U-Turn drückt in dem Matchup hier. Aber ich drücke jetzt einfach mal Play Rough, um zu sehen, was für ein Set er ist. Mogleep, okay. Er wollte wissen, ob ich drin bleibe oder nicht. Und was für ein Item ich habe. Ich gehe nochmal auf den Tundler. Und schau mal. Das ist tatsächlich ein Full HP invested. Das ist okay. Erstmal ein Ockerberry gezeigt an der Stelle. Das sollte ich leben. Er kriegt Chip Damage drauf. 70 runter. Warte. Flare Blitz. Damit bin ich auf 42. Ja, das ist tatsächlich, denke mal, einfach Brave. An der Stelle. Kann natürlich jetzt hier einfach nochmal auf den Flare Blitz gehen, aber dann riskiert er, dass ein Incineroar schon recht früh drauf geht. Ich kann auch Spikes setzen. Eigentlich will ich die Spikes aber schon rausbekommen gegen das Team, wobei ja zwei fliegende Monster bei Spikes sind nicht ganz so wichtig. Kann sein, dass er hier jetzt auf was anderes geht und nicht, also predictend, was anderes drücken könnte. Na komm, drück einfach nochmal einen Knuddler. YOLO Swag! Er geht daneben. U-Turn? Nochmal Flammenblitz. Okay. War jetzt leichtsinnig kräftig gesackt eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, aber... Ja, wenn ich jetzt auf Jellysync gegangen wäre, wäre es ziemlich nice gewesen. Aber er kriegt jetzt erstmal nochmal Recoil. Das ist ziemlich gut. So. Das ist anscheinend... Weiß nicht, ob es ein Assault-Rested Incineroar ist. Das ist jetzt nicht genau gesehen. Thunderous. Was würdest du denn gegen eine Assault? Das ist ziemlich sicher so, das Standard. Voll KP, volle Attack-Set. Könnt ihr Volt-Switch drücken? Was macht jetzt Stardew? Also, vielleicht sollte ich auch Silvelli eingeben. Wäre halt irgendwie hilfreich, ne? Beziehungsweise... Ich könnte hier einfach Low Punny Power abpunchen. Das sollte es nicht leben. Und ich wäre schon mal auf plus 1 Attack. Mein, das ist eigentlich zu früh. Das ist eigentlich zu früh dafür. Das funktioniert jetzt noch nicht. Kann auch ein Latios reingehen. Thunderous Volt Switch wäre halt eine Idee. Wenn er hier hart rausgeht. Würde ich mal probieren. Geh mal an Thunderous. Ist ja definitiv nicht Scarfed oder so, das heißt, ich würde hier einfach auf den Volt-Switch drücken und mir dann dementsprechend eine Switch-Advantage holen. Wenn er hier rausgeht, wenn er drin bleibt, kriegt er guten Chip-Damage. Und Incineroar ist eigentlich so ein Mon, das macht halt schön Stuff, muss man sagen. Ich gehe jetzt einfach auf den Volt-Switch. Wie gesagt, ich spiele jetzt gerade schon, ich weiß jetzt schon, dass ich nicht gut spiele, weil der Prep einfach nicht gut war. Aber das wusste ich vorher schon. Wenn das Ding nicht Assault-Vested ist, dann kill ich ihn jetzt, wenn er drin bleibt. Wenn er jetzt auf Ding geht. Der T-Bolt hätte halt nicht gereicht. Er bleibt drin sogar. Jetzt wissen wir gleich, ob er... Ja, er ist definitiv Assault-Vested, okay. Das Ding ist Assault-Vested, meine Freunde. Damen und Herren der guten Feiertagsunterhaltung. Hier sehen Sie einen Assault West. Kann natürlich hier auch auf die U-Turn gehen. Ja, ganz eben beim Wishpass, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, U-Turn wäre hier tatsächlich ein guter Play für ihn. Wie viel macht der Ding? Silvelli. Ah, Silvelli Ferry, wo bist du denn? Stardew. Der Flareblitz macht echt viel Schaden, dann droppt er halt einen Recoil.
Ja, das dürfte ein Recoil Range sein, tatsächlich. Ich überlege gerade, ich wäre schneller, wenn er jetzt U-Turn drückt, wäre das halt eine ganz gute Situation, denke ich, fast schon. Jelly wäre aber für U-Turn auch keine schlechte Situation. Ich gehe mal in Jelly. Eigentlich möchte ich Momentum nicht verlieren, aber ich bin echt nicht ganz auf der Höhe. Also ich spiele nicht gut gerade. Geht auf den Flap, so gut, dann war es die richtige Entscheidung. Au, es macht halt immer noch viel zu viel Schaden einfach. So, Siedewasser sollte ich hier killen eigentlich. Gehe ich aufs Gold einfach. Wenn er hier drin bleibt. Wie gesagt, wenn er jetzt nicht gerade viel Speed Investment spielt, also dafür kann er eigentlich nicht spielen, ist er hier definitiv langsamer. Klepp war halt einfach jetzt weggeschmissen, ne? Das muss man halt ganz klar sagen. Ich spiele! Also gut spielen ist was anderes gerade. Also ich entschuldige mich gerade mal ganz offen dafür, was ich hier gerade veranstalte. Die Prep war schlecht. Und das Spiel hier ist gerade auch nicht wirklich gut. Läuft so, okay. Molkerei. Ja. Ist Vieh. Jetzt schon. Was ist das für ein Set? Kein Burn. Das ist jetzt in dem Fall Jelly Sand. Das ist ein speziell defensives Set. Ja. Was spielt man da normalerweise auf mich? Er kann hier natürlich Titanensteine spielen. Wir können ihn aber auch erstmal toxiken. Ich weiß ja nicht, was er mit mir vorhat. Er ist schneller wahrscheinlich als ich, ne? Jelly ist eigentlich noch wichtig. Also ich würde hier tatsächlich Genesung drücken, fast schon einmal. Mal scouten, was er jetzt hier vorhat. Ja, mach ich jetzt auch mal. Toxin, okay. Fast schon zu erwarten. Okay, er hat auf jeden Fall schon mal Toxin dabei. Das war eigentlich auch zu erwarten. Also er kann natürlich jetzt hier eine Offense spielen. Milchgetränk, Vitalglocke, Toxic einfach. Aber ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt als Toxin selber. Tarnstein legt er hier. Ist okay. Danke, Jelly. Danke, dass dein Zeug halt einfach nicht trifft. Der Knuddler ging daneben vorhin. Dass der Knuddler daneben ging, ist ganz immer zu wenig. Die sind Smell-Ups. Ganz immer doof, weil dann wäre jetzt ein Cinderall halt auch raus. Drück nochmal Toxin. Hat wahrscheinlich eh die Ding. Heal-Bell. Boah, ist das ätzend. Warum geht der ganze Scheiß immer daneben? Ah! Wird diesmal echt wahrscheinlich ein stiller Kampf, weil ich einfach mir einfach den Nerv dafür fehlt, jetzt lang zu spielen. Ich muss weiter lernen, das ist tatsächlich wahr. Also ich bin froh, wenn es kein langer Kampf wird. Aber es ist bisher, glaube ich, mein schlechtestes Match, würde ich jetzt behaupten, soweit. Oder? Habe ich schon mal schlechter gespielt? Ich weiß nicht, kann sein, dass ich gegen Downy schon mal schlechter gespielt habe oder gegen Belly. Luftzeug, okay. Geht auf Probat. La La Land. Ne, ist ein Tox, ist sein... Wieso gehst du die ganze Zeit daneben? Oh, sorry. Was ist das eigentlich für ein Rotz? Oh, tut mir leid, dass ich da jetzt gerade... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Toxin daneben geht noch gleich? 10%. Ich habe jetzt dreimal die 10% Chance getroffen. Darf ich das nochmal? So, kurz in Erinnerung rufen einfach. Es ist sehr schön einfach. Es tut einem in der Seele so richtig schön weh. Dieses Wissen. Ah, fuck this. Ich drück nochmal auf den. Also langsam ist es nervig. Wäre auf beiden gut gewesen, das Toxin zu haben. Sowohl auf Latias als auf dem anderen Vieh. Drück jetzt nochmal Toxin. Danach muss ich allerdings langsam mal rausgehen, weil mein Timer langsam runtertickt. Uff. Meine Nerven.
Wahrscheinlich dann irgendwo Vitalglock und das wäre sowieso für den Arsch gewesen. Mein Gott! Mega Wetter erwartet. Oh wow, es ist halt echt. Ich weine so ein bisschen. Mega Latias geht auf Energieball, das tut natürlich weh. Aber das können wir leben, wir sind speziell defensiv. Oh, ja, tun wir. Danke, wir haben auch einmal getroffen. Schön, aber wir leben halt jetzt gar nichts mehr. Oh, was wäre halt... Ganz andere Situation. Ich glaube, wir sind sogar jetzt tot, kann das sein? Ne, wir leben noch mit 5 KP. Oh, wow. Ich bin zutiefst erstaunt. Eigentlich kann ich Jelly sacken, weil ich krieg das Ding nicht mehr rein. Oh, leck mich am Arsch. Das ist halt echt nicht gerade gut. Drück auf die Genesung, falls er rausgeht oder so. Ne, er bleibt drin. Okay, ja. War für ihn der richtige Play, war für mich halt jetzt dumm. Sorry, aber das geht mir ein bisschen auf den Piss, dass das gerade dreimal diese scheiß Chance getroffen wurde. Was ein bisschen uncool ist. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Schaden mir das gemacht hat. Warte mal ganz kurz, Jellicent. Und wir haben jetzt hier Latias. Ich meine, ich kann mit Silvelli reingehen. Wie viel macht mir denn der... Was hat er jetzt gedrückt? Energy Ball, ne? Das Ding dürfte bei dem Damage wahrscheinlich kein großes Spitzeninvestment haben. Speziell offensives Investment haben. Leck mich am Arsch. Okay. Kann natürlich hier einfach auf Silvelli gehen. Not sure. Könnte Defog drücken. Ich zweifle, dass er in Silvelli drin bleiben will. Also ich würde mal auf Silvelli gehen. Konzentrier dich mal auf dieses scheiß Spiel, Junge! Reiß dich zusammen! Ja, ja, die Rocks sind natürlich da. Ich kann jetzt hier Defog drücken, theoretisch. Dann kann er halt irgendwas reinbringen, was mir eventuell nicht ganz gefällt. Würde ich sogar probieren. Ich glaube, ich gehe einfach mal auf den Defog. Beziehungsweise, Schaden macht mir den Megalatius ohne Offensive Investment. Energy Ball habe ich jetzt gesehen. Ich habe den Psy-Shock gesehen. Alles in einem annehmbaren Rahmen, würde ich behaupten, wenn er jetzt drin bleibt. Ich weiß halt nicht. Psy-Shock macht mir halt 43% Max. Weiß ja nicht, wie es hier steht, ob er hier drin bleiben möchte oder nicht, aber ich... Ach komm, scheiß auf, ich geb den Multi-Angriff. Defog wäre besser gewesen, aber trotzdem, wird sicher gehen. Chronobat. Schau, wie viel Schaden das macht. Das macht nicht viel Schaden. Ja, meine Defensive ist halt jetzt weg, das ist ein bisschen doof. Kann das ein Choice-Band-Set? Ja, das könnte... Es ist ziemlich sicher ein Offensiv-Set. Könnte wirklich Choice-Banded sein. Frage ist, wie viel macht dann theoretisch Low Pony? Return macht nicht ganz genug. Die Range, das ist für eine Roll. Latios bekommt zu viel Schaden dadurch. Wenn ich kann versuchen, Offensivdruck aufzubauen. Versuchen Tailwind rauszuholen, dann Parting zu schotten vielleicht. Wäre das sinnvoll? Ja, probieren wir das mal. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade total Schwachsinn. Ich habe das Gefühl, ich spiele einfach nur Scheiße zusammen. Meine Offensive Power steht nebenbei noch.
Man kann sich halt jetzt erlauben, gut zu spielen. Geht auf den Breath Bud, okay. Den sollte ich sogar leben. Sogar ganz okay noch. Er nimmt halt fett Recoil Damage durch. Das war aber ganz nebenbei jetzt sehr viel Schaden. Das könnte tatsächlich Bandit sein. Gehen wir nochmal kurz in Valley. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade total scheiße am Spiel. Ich bin total neben der Spur. Ist auch nicht. Das könnte tatsächlich Bandit Damage sein. Ohne Band macht das wesentlich weniger. 50. Es könnte auch nicht Bandit sein. Not sure though. Bin mir nicht weil. Ne, das war jetzt der einzige Wurf. Wir können ja mal gleich scouten. Ich könnte jetzt hier Defog drücken. Gucken, ob er sich jetzt selber rausnimmt. Dann wird er das Valley halt auch rausnehmen. Dann droppen die Eier. Ihr droppt einer nach dem anderen und ich stehe am Ende wieder mit meinen zwei Monster. Sehr gut. Alter Schwede, nee, ist das ein Rotz gerade. Wenn er jetzt auf Brave Bird, wenn er wirklich Bandit Brave Bird ist. Ich habe nicht so genau auf den Schaden geachtet gerade, das ist doof gewesen. Choice Band, ich stehe irgendwie total auf der Leitung gerade. Es könnte halt, ich denke es ist Bandit. Wie viel nimmt Thunderous davon? Wahrscheinlich zu viel. Definitiv zu viel. Ich gehe auf den Defog, um die Steine nochmal wegzubekommen. Und hier immer noch zwei Runden Table, wenn er hier drin bleibt. Er ist nicht bandit, okay. Er geht auch raus. Es ist noch nicht so gut, was ich. Es ist alles nicht so gut, was ich hier gerade veranstalte. Das geht gerade so ziemlich nach hinten los. Darf ich das mal ganz kurz anmerken? Manfredolin. Hallo Mammutel. Schönen guten Abend. Ja gut, der wird mich jetzt hier rausnehmen. Mit dem Eisschad. Er wird jetzt definitiv Eisschad drücken, würde ich jetzt schon vermuten. Wenn nicht, ich. Geh auf die Multi-Attack. Eisbitter, ja, ne, da bin ich halt raus. Aber hier wäre ich halt nicht mehr rausgekommen. Und die anderen Monster sind zu wichtig, jetzt, dass ich die jetzt einfach hier wegschmeißen kann. Ich spiele gerade so schlecht wie noch nie. Darf ich das mal ganz kurz anmerken? Wir sehen keinen High-Life-Up-Damage. Das heißt, das ist eventuell ein Band-Set. Könntest du dir vorstellen? Choice Band macht mir gegen Low Honey. Wenn er EQ gedrückt gegen Low Honey. Ich weiß nicht, wie viel ich gegen Latias mache. Wie gesagt, was ich hier gerade veranstalte, ist totaler Schwachsinn. Eigentlich. Wie mache ich gegen normales Latias? 40. Also gegen Mega Latias, wenn es halt Full Speed, Full HP ist. Wenn es physisch defensiv ist, aber nicht genug für mehr. Ich würde halt echt auf Lopani gehen, weil das ist, was es ihm jetzt am meisten Druck macht. Das andere hat alles eine Eisschwäche. Konzentrier dich, Junge. Ich bin gerade vollkommen unkonzentriert. Das ärgert mich sehr. Aber ich muss versuchen, jetzt mal ein bisschen sinnvoller zu denken. Gut, er ist jetzt hier drin mit seinem Ding. Das will er jetzt eigentlich nicht opfern. Er ist eigentlich, wenn er... Er kann jetzt hier eigentlich voll einfach predikten und kann einfach auf seinen Sylveon oder auf seinen Latias gehen. Alles möglich. Sylveon ist halt auch noch voll, das ist echt scheiße.
Wenn das Ding physisch defensiv ist, mache ich Sylveon halt viel zu wenig. Wenn er Specs ist, mache ich mir natürlich sogar ganz guten Schaden. Aber wenn er physisch defensiv ist, kann ich es vergessen. Das ist schon wieder Choice Specs. Ich bin doof. Weißt du das eigentlich? Mache ich ihm halt Max Damage. Max Damage 49%. Gehe tief in die Mega und drück Return, I guess. Jetzt einen Switch up predictant halt, ne? Natürlich zurück. Ein CVNC. Okay, damit ist dann Incineroar wenigstens weg. Ja, wäre ich jetzt mal hier auf den Power-Up anstellen. Das wäre halt ziemlich cool gewesen dann noch. Hätte ich nämlich noch richtig schön Damage drücken können. Ich überlege gerade, ob ich noch eine Chance zu gewinnen irgendwie. Stelle ich mir gerade steigend schwierig vor. Oh, ich hatte noch den Rückenwind draußen. Ah, ich hatte den Rückenwind draußen. Ja gut, das bringt mir auch nichts gegen den Eisschad. Da war ja was. Ich bin gerade voll vergessen. Dang it. Absolute Zerstörung von Donnie an mir. Wie gesagt, ich spiele gerade so schlecht wie noch nie. Das Teambuilding war auch nicht gut. Ich bin nicht in den Kampf reingekommen jetzt bisher. Weiß nicht, ob ich noch irgendwas reißen kann. Wenn ich mich jetzt vielleicht konzentrieren würde, könnte ich das vielleicht auch noch tun. Ich bin gerade sauer auf mich selbst, also hardcore. Weil ich hier gerade ein Match einfach in den Sand setze. Und zwar komplett von vorn bis hinten. Mein. Es ist wahrscheinlich, Band Memo. Oder spielt irgendwas anderes. Live Orb. Sash könnte er natürlich auch spielen. Wäre sogar eine Möglichkeit. Ich habe jetzt halt natürlich nicht sein richtiges Investment gesehen. Wenn er jetzt Choice Band spielt. Element Bandit. Gegen Thundurus. Frage ist, was ist gerade das, was für mich im Match noch am wichtigsten ist? Da ist leider Gottes, das ist eine sehr schwierige Frage. Sylveon, okay, GPL Voice. Eisschad, Bandit, Eisschad, Element würde ich sogar noch leben. Mit Latios. Einen. Ich überlege gerade, ob ich einfach einmal hier auf die Return gehe und einfach dem Ding so viel Schaden machen wie ich kann. Er kann halt jetzt einfach Free of Hyper Voice gehen und der Rest ist, glaube ich, wichtiger gegen das Team jetzt. Als Low Pony. Und mit einer Return kriege ich halt schon mal Chip drauf und weiß vor allem, welches Set das ist. Das wäre halt jetzt ganz wichtig zu wissen, ne? Dass es ein Cleric ist. Wie gesagt, das killt mich so oder so. Drück jetzt einfach Return. Dann werden wir sehen. Was für ein Set bist du? Das ist kein defensives Set, das ist ein offensives Set, okay. Ja, das killt natürlich mein Low Pony an der Stelle. Nee, also auf jeden Fall nicht Specs. Es ist ein interessantes Set, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber es war in der Range für ein KP Spez Attack Invested Set. Also kein defensives Set. Das heißt eher Richtung Specs. Nur mit Überresten. Thundurus, was macht Thundurus an der Stelle? Sludge Wave würde hier wahrscheinlich killen. Latios. Psyshock würde hier, wenn das wirklich ein offensives Set ist, so, auch killen. Es hat keine Specs, darf man nochmal ganz kurz anmerken. Aber die Hyper Voice killt mich damit halt auch sicher, ne? Ich weiß nicht. Wenn der Protect dabei hat,
reicht der Psyshock auch nicht sicher. Ich weiß halt nicht, was für ein Set das ist. Ah, oh, das ist schwierig. Was soll der denn machen auf... Versuch's mit Thunderous und drück Sludge Wave. Oh, ich hoffe, das ist kein Fehler gewesen jetzt. Sludge Wave, ja. Ja, ganz klar. Oh mein Gott, meine Nerven. Ruf zurück, okay. Geht er auf seinen... Ne, geht auf Latias. Okay. Das wirst jetzt erstmal hier die Sludge Wave, dann sehen wir auch, was für ein Set das ist. Oh, leck mich, das macht ja gar keinen Schaden. Aua. Das könnte ein Korm, eventuell ein Korm-Mindset sein, sure though. Kennt mich halt, wie viel macht denn Draco Meteor, wenn er ihn dabei hat? Psyshock. Haben wir schon gesehen. Also es killt mich nichts davon. An der Stelle. Man könnte mich auch, vorstellen, dass ich auf Calm Mind geht, ne? Sludge Wave, ja, das ist aber, glaube ich, einfach sehr offensiv investiert. Der kann jetzt natürlich hier zum Angriff übergehen und einmal Draco drücken, dann ist er halt auf minus 2. Ich würde einfach nochmal auf Sludge Wave gehen. Ist das sinnvoll? Leute? Ist das der Play? Da denke ich halt keinen Eisschat mehr, wenn das Ding der Element Band ist. Wenn er jetzt Draco drückt. Psyshock eigentlich auch nicht wirklich. Schwierig. Probier's halt. Psyshock, okay. Er hat anscheinend. Wäre ich auf Latias gegangen, das wäre jetzt der Play gewesen. Dang it. Das ist ganz nebenbei, okay. Er ist auf jeden Fall schneller. Aber das wird jetzt halt killen gleich. Das heißt, ich muss jetzt dann... Oh, fuck this. Nee, das können wir fast schon abschreiben an dem Punkt. Ich meine, ich kann jetzt versuchen rauszudammeln, aber es bringt mir nichts, weil ich jetzt bin ich in der Range von... Mammoswine. Ich weiß nicht, wenn er kein Item, wenn er einen Fokus herstragen würde, dann könnte ich einen Ice Shard sogar noch leben mit 59 KP. Adamant Ice Shard. Wir hatten Roll. Boah. Wenn jetzt Psyshock kommt, auf... Aber er ist schneller als Latios, ne? Also wenn er jetzt wirklich Fullspeed spielt. Deswegen, weil er krepiert jetzt eh im Gift, wenn er drinnen bleibt. Moment. Das wäre eine Idee, das zu versuchen. Not sure. Wenn das Ding weg wäre. Bin mir nicht sicher, ob ich auf Latios gehen soll oder drin bleiben soll. Psyshock macht mir halt keinen Schaden, aber ich weiß nicht, ob ich schneller bin als das Ding. Ich gehe auf den Tibo und falls er jetzt rausgeht auf Crobat. Ne, bleibt drin, okay. Wäre ich mal in Latias rausgegangen an der Stelle, dann wäre das Ding ja sick gewesen. Linus wird noch leben. Ah, Misplay. Auch noch oben drauf. Ganz schlechtes. Wie gesagt, ganz schlechte Prep. Ja, gut, ich muss jetzt Latias reinholen, da bleibt mir nicht viel anders übrig. Wie gesagt, ich kann vielleicht noch was killen. Vielleicht. Nachdem. Aber halt nicht alles, glaube ich. Nee, Crobat ist schneller. Crobat und Mammoth zusammen würden das reißen.
Also wenn er das so runterspielt. Ich weiß, Crobat ist nicht banded, das heißt, wir haben ein offensives Crobat, aber ohne Band. Gegen Latios. Das heißt, Brave Bird macht mir viel, aber nicht so viel. Okay. Schickt seinen Sylveon in den Kampf. Ist interessant. Latios. Ich weiß nicht, was für ein Investment er hat. Er ist definitiv nicht physisch defensiv. Das weiß ich. Aber er hat keine Specs. Ich weiß nicht, wie gut ich das lebe. Wenn nicht. Ich könnte jetzt versuchen, einmal Calm Minds zu drücken. Das ist die Frage. Ich kann in Psyshock gehen. Psyshock würde das Ding mit einer Roll rausnehmen, wenn er voll KP investiert ist. Und kein Defensiv-Investment hat. Dann wäre es wahrscheinlich ein Kill für mich. Das Ding ist definitiv nicht Specs. Das heißt, es würde mir Maximum mit plus 1 Spätzle, aber dann killt mich halt, wie gesagt, der Ice Shard hinterher. Psyshock. Killt das Ding dann sicher. Und ich lebe sicher eine Hyper Voice. Geh mal sicher fürs 3-0. Ne? Ich glaube nicht, dass ich das noch gewinnen kann. Geh für Calm Mind. Weil ich dann noch einen Hyper Voice leben sollte. Schallwelle kommt, die sollte ich jetzt allerdings nehmen. Ja, tue ich auch. Schon wieder 59 KP. Sachen gibt's. Ja. Psyshock, ja, der sollte jetzt, denke ich mal, ausreichen auf die Range. Ich hätte es versuchen können, das so zu killen. Ja. GG an Downy, hat er gewonnen. Weil jetzt lebe ich von meinem Moswein nichts mehr. Jetzt kann er einmal Moswein gehen, Eisschad drücken, fertig ist die Geschichte. Ja. War von mir schlecht gespielt. Er hat gut gespielt, ich habe scheiße gespielt, ich habe scheiße gepreppt. Komm, drücken Sie Draco, wenn er jetzt sich verklicken sollte. Hauen wir noch irgendwas um. Naja, da kommt der Eisspieler, das war's. Aus! Aus, das Spiel ist aus, war schlecht gespielt. Also muss ich sagen, bin ich jetzt wirklich ein bisschen enttäuscht von mir selber. Das war nicht gut. Also es war lag vielleicht nicht mehr zwingend am Teambuilding, sondern ich habe jetzt einfach nicht gut gespielt. War halt wirklich schlecht. Nee, finde ich nicht gut. GG an Downy, kein GG an mich. Nee, unzufrieden. Absolut unzufrieden. Oh Mann. Was war mein Fehler? Oh, ich glaube, das ist eine lange Liste. Die können wir ganz oben anfangen. Gut, die Toxic Misses waren unlucky. Aber das ist trotzdem nicht das, was es mit entschieden hat. Glaube ich. Also, wir hätten das Match halt anders ablaufen lassen. Aber das sind Misses. Mit denen muss man rechnen. Puh. Was war noch ein Fehler? Klefki so früh abzuschmeißen war, glaube ich, ein Fehler. Eigentlich nicht zu predikten war ein Fehler. Ich habe eigentlich seltenst predicted. Das ist relativ straight gespielt dieses Mal. Also muss man ganz klar sagen, 100% bessere Leistung von Downy, verdient gewonnen. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Kampf ein bisschen konzentrierter bin. Wenn man so zwischen Lernen und GPL steht, ich bin nicht konzentriert. Es tut mir unglaublich leid für euch, dass ich jetzt hier so einen schlechten Kampf geliefert habe. Falls es euch tröstet, ich bin selber ein bisschen sauer auf mich, weil das hätte besser laufen können. Machst du nix. Ist wie es ist. Wenigstens ist der Kampf jetzt geschafft. Ich kann weiterlernen. Darum geht's gerade. Ich denke, die letzten beiden Spieltage und vielleicht auch der gegen Paul, ich weiß es nicht, laufen besser oder sind besser gelaufen. Weil ich da wieder mehr Zeit habe. Vor allem nach. Jetzt beim nächsten für euch. Da bin ich wieder, also jetzt gegen Crowd dann beim nächsten Mal, ne? Da bin ich ja ein bisschen schon aus der Klausurenphase raus. Da habe ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Nerv dafür. Ein bisschen mehr Konzentration für die ganze Chose. So leider Gottes nicht, deswegen tut es mir unglaublich leid, dass ich da jetzt so performt habe. Aber gut, ich hätte vielleicht gleich auf den Psyshock drücken sollen. Hätte ich halt eventuell nur ein 4-0 jetzt rausgeholt, so habe ich jetzt ein sicheres 3-0. Das war jetzt die Entscheidung. Entweder ein potenzielles 4-0 riskieren, wenn ich dann vielleicht ein zweites 2-0 draus machen können oder so. Oder das sichere 3-0 nehmen, habe ich für das sichere 3-0 entschieden an der Stelle. Ganz einfach. Aber gut. Lange Rede, kurzer Sinn, war schlecht gespielt. GG an Downy.
Nächstes Mal wird es hoffentlich besser oder letztes Mal oder so. Ich weiß ja noch nicht, wie ich gegen Paul gespielt habe, wie gesagt. Ich wiederhole mich. Sehr schön. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Resttag. Schaut auf jeden Fall auch bei Downy rein, der ganze nachkommentiert. Schaut auch alle anderen Kämpfe des Spieltags, die sind definitiv besser als dieser hier. und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal. Nächste Woche gegen Crowd dann mit seinen, wer ist Crowds Team nochmal? Lex Litwick, genau. Vielleicht wird das ja besser. Wie gesagt, einen Sieg! Eventuell war der schon bei Paul, wollen wir noch haben. Alles sehr verwirrend, aber gut. Dann, ciao Leute und bis zum nächsten Mal. Und lasst mir eure Meinung in den Kommentaren, da sagt mir, was ich falsch gemacht habe. Das konstruktive Kritik bitte. Kein Hate, konstruktive Kritik. Ich würde mich auch freuen. Dankeschön. Also bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag und ciao Leute.